Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 29.03.2021. Damit, ja, die Monatswechselwoche in den April rein. Das bringt in der Regel nochmal ein bisschen Bewegung rein. Auch der Auftakt in den Mai rein, das ist immer nochmal ganz interessant, weil das so langsam die Monate sind, wo sich dann die Übertreibung, die aus dem letzten Jahr heraus, auch durch eine Jahresendrallye angetrieben, langsam dann dem Ende nähern und sich auch gewisse Umkehrpunkte gerne auch mal bilden. Deswegen wird es definitiv interessant werden, hier weiter zu beobachten, wie die Leute drauf sind. Also der Bulle hat auf jeden Fall kräftig weiter drauf rumgekaut auf den ganzen Shorts. Das, was ich hier unten sehe, das sind quasi die Shorts. Na, also schön jam, 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 jam gemacht und weiter Stärke bewiesen. Wir hatten gestern schon ein bisschen darüber philosophiert, wie und was er machen müsse, um das weiter fortzutragen. Da haben sich manche sehr schwer getan, diese Analyse zu verstehen oder zu verstehen zu wollen, vielleicht auch. Haben gesagt, wie man das denn so kompliziert aussprechen kann. Eigentlich haben wir ja gar nicht viel in der Analyse besprochen. Wir haben ja eigentlich nur gesagt, wenn da ein Aufwärtskip kommt und der bleibt da über dem Vortag stehen, dann wird der weiterlaufen, weil die ganzen Shorts unten offen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht gefallen hat, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, was ihr hören wollt, halt, ne? Sondern ein bisschen neutral, einfach aus dem Hinterkopf. So diese kleine Stimme, die sagt, hey, da ist doch aber ein Aufwärtstrend, hey, der kann doch weiter steigen. Und ich denke, dass das auch der größte Mehrwert des Videos ist, einfach sich eine zweite Meinung nochmal einzuholen. Zu holen, auch natürlich mit der Gewissheit, dass ich eben nicht immer richtig liege und dass es auch gar nicht mein Anspruch ist, immer richtig zu liegen, sondern einfach die verschiedenen Szenarien, die wir im Chart haben, zu betonen, hervorzuheben und eben zu ja, bewerten letztendlich. Ne? Sehe ich stärker, sehe ich schwächer, das mache ich jeden Tag. Das kann man für sich nutzen, ja, dann kann man das tun oder wenn man sagt, gefällt das nicht, dann muss man sich die Videos nicht jeden Tag anschauen, das steht euch natürlich jederzeit frei. Amüsant finde ich es immer, wenn dann doch die gleichen immer wieder kommen und jeden Tag sagen, wie schlecht das Video ist. Man schaut es euch doch nicht an, also macht doch das Leben nicht kompliziert. Die restliche Zeit haben wir eigentlich gestern nur darüber gesprochen, ohne Stop-Loss. Wie sorge ich dafür, dass ich eben nicht immer wieder mein Depot an die Wand fahre? Wie sorge ich dafür, dass ich das vielleicht aufrecht entwickelt kriege? Und da brauchen wir heute eigentlich nicht viel drüber zu sprechen, viel drüber sprechen, denn man hat jetzt auch gesehen, warum, wieso, weshalb wir sowas sagen halt, ne? In dem Moment, wo hier vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, wegen 10 Punkten will ich nicht im Minus schließen, nee, das will ich nicht, das sitze ich aus, der kommt da eh wieder rein und plötzlich entfernt sich der Markt immer weiter und immer weiter und immer weiter. So eine Gelegenheit bekommen wir jetzt auch zum Montag natürlich. Genau das gleiche nochmal, kommt jetzt hier ein Aufwärtscap und der DAX lässt das auf und kann er natürlich auch oben weiter reinsteigen. Viel weiter auch steigen, als wir das vielleicht in der Erwartungshaltung haben, deutlich höher, als der ein oder andere sogar dran glaubt. Das ist halt einfach ein Aufwärtstrend. Und solange der nicht spricht und solange der keine fetten, heftigen Umkehrsignale stellt, die dann natürlich auch einen Trendwechsel einläuten, müssen wir hier erstmal im Zweifel noch für den Trend reden. Wir haben hier davon gesprochen, dass hier ein Umkehrsignal gekommen war. Das war gekommen, hatte sich am nächsten Tag bestätigt und dann habt ihr schon gesehen, Stück für Stück wurden wir dann schon zögerlicher und haben letztendlich, ich glaube, zu der Tagesanalyse hatte ich schon den ersten Pfeil wieder, auch bei TradingView, da muss ich immer früh angeben, grün, rot oder orange für neutral. Und habe dann hier, also bin hier auf neutral gegangen, hier dann auch wieder auf grün, weil es für mich schon ein bisschen danach roch, wie als steigt er jetzt hier eben weiter und wir sind jetzt weiter gestiegen. So, wir hatten darüber gesprochen, wenn er das aufwärts gebracht, was er dann anlaufen kann. Dabei war die 57 benannt, die 832 benannt und die 965 benannt. Haben auch gesagt, er kann durchaus bis zum Tagesende durchsteigen, wenn der Bock drauf hat, wenn ihm die Leute hier alle drin hängen, so wie sie hier ja gegen den Markt drin hingen, kann er durchaus auch bis 965. Das hat er nicht geschafft. Das heißt, er oben raus schon ein bisschen, ich will nicht sagen träge unterwegs gewesen, aber ich sag mal, bis auf die letzten Handelsstunde ist da nicht so viel passiert und da hat es halt ordentlich reingeknallt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sowas ist auch gerne mal als Short Squeeze dann von der Wirkweise her. Short Squeeze bedeutet, dass der Markt einfach alles Short rausdrückt. Man drückt Shorts raus. Um den Sinn und Zweck dahinter zu verstehen, ist es halt so, wenn jemand einen Short drin hat, dann verkauft er ja eine Position. Und um diese zu beenden, ne, viele kennen immer so einfach Position schließen, aber es ist ja nicht eine Position schließen. Um einen Verkauf auszulösen, muss ich einen Kauf gegenlegen. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel im Future-Markt, wo halt wirklich auch ein bisschen Volumen umgesetzt wird, eine Short-Position drin hatte und ich muss sie glatt stellen,
weil der Verlust zu groß wird für mich. Oder weil vielleicht so mein Broker zu mir sagt, alter Junge, deine Margin, hallo, hallo, hier ist der Broker. Dann kriegst du den Margin Call und musst deine Position glattstellen, wenn die Margin eben einen bestimmten Wert deiner Equity dann überschreitet. Das heißt, es sind natürlich insbesondere vor dem Wochenende, vor Tagesschluss und so weiter und so fort ganz gerne mal eben dann auch Shorts unter Druck gebracht, einfach weil viele wissen, na, die müssen dann glattstellen. Und wenn ich Shorts durch sowas zum Glattstellen zwinge, drücken die den Markt natürlich auch noch weiter hoch. Das heißt, wenn ich beispielsweise long drinne bin und ich rieche das, und dann kicke ich die halt einfach vorher noch ein bisschen an und ich bin vielleicht long drin und ich brauche aber jemanden, der mir die Gegenposition stößt. Ich habe beispielsweise hier den Markt hochgekauft. Ich persönlich habe beispielsweise hier den Markt hochgekauft und merke jetzt, da ist nicht viel Volumen drin. Da würde ich jetzt meine Position wieder verkaufen, dann würde ich den Markt alleine vielleicht ein bisschen runterschieben. So, und dann habe ich ja recht schlechten Kurs. Wenn ich jetzt aber einfach mal hier oben rein weiter eine Position ausbaue und kaufe, weil ich sehe, da liegt nicht viel Volumen. Wenn ich mit der kleinen Position hochstoße, dann läuft der Markt von ganz alleine weiter, weil eben die ganzen Shorthaus ihren Positionen raus müssen. Die ganzen Leute, die Short-Positionen drin hatten und die dann glattstellen müssen, die drücken dann mit ihren Käufen weiter nach oben und dann kann ich doch hier viel, viel, viel besser meine Longs, die ich hier unten gekauft habe, kann ich die doch viel besser hier verkaufen, weil einfach viel mehr Volumen dann dort reinkommt. Ne? Und dann habe ich einen höheren Einstieg, habe mir den Markt nicht kaputt gemacht und habe gutes Geld verdient. Ne? So, und so funktioniert letztendlich ein Short Squeeze. Man spielt damit, dass Leute gezwungenermaßen ihre Position glatt stellen müssen. Ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Viele machen sich das dann zu einfach. Die unterstellen einfach überall, wo es gerade nach oben geht, Short Squeeze, Short Squeeze, Short Squeeze. Ne? Wenn es nach denen geht, dann ist das der Short Squeeze gewesen, das der Short Squeeze gewesen und dann hauen die immer dagegen, weil sie sagen, ja, jetzt fällt's wieder, das war nur ein Short Squeeze. Aber ich wollte es euch einfach mal präsentiert haben, weil hin und wieder ist es wirklich so. Wann erkennen wir das jetzt? Wir würden das jetzt erkennen, wenn der DAX zum Beispiel am Montag direkt von hier oben wieder nach unten macht. Dann war das ein Short Squeeze. Wenn er direkt von hier erst in 2 Stunden das wieder nach unten rausrupft, bis 57 oder idealerweise unter 27 fällt, würde ich zum Montag sagen, sollte man mal einen Rücklauf einplanen, der in den Dienstag hineingehen kann. Und das wird dann so in dem Bereich hier zwischen 6,35 und 5,60 werden, ja. Das heißt, wenn er schwach rein startet, ich erwarte das nicht, aber ich wollte es kurz erwähnt haben, ja, startet er schwach rein und ballert sich wirklich hier zurück unter 7,75, unter 7,20. Sollte man kleine Rückläufe dann genau angucken, die wird man wahrscheinlich sehr gut shorten können. Ja, das heißt, man wird dann bis 6,35 und wahrscheinlich sogar 5,60 den Markt nochmal runtergehandelt bekommen. Und dann muss man hier genau gucken, wie dreht er hier auf, ne? Weil wir den dann wahrscheinlich hier sogar nochmal long mit begleiten können. Haut's ihn dann direkt runter durch, unter der 5,60 auch. Und geht auch nochmal hier unten ran. Aber das ist wirklich nur, wenn der Markt direkt schwach reinkommt, vielleicht sogar per Abwärtsgap reinkommt, weil dann wäre der Indiz recht hoch, dass das eben tatsächlich ein kleiner Short Squeeze einfach nur war. Ne, dass man hier einfach, so wie man hier ja Long-Position bereinigt hat, dann hier eben einfach Short-Position bereinigt hat. Ne? Das ist durchaus denkbar, zumal wir ja hier auch ein Umkehrsignal hatten, eine Bestätigung des Umkehrsignals. Da werden einige Short-Positionen mit Stop-Loss hier drüber gestanden haben. Und die hat es jetzt einfach alle rausgerissen. So, ne? Das heißt, hier drunter, da drunter entsprechend negative Signale. Alles, was nicht da drunter geht. Und da sind wir wie bei dem, wo ich sage, vielleicht Mehrwert einfach durch zweite Meinung, weil der Grundinstinkt doch eher immer, es fällt, es fällt, es fällt wieder, tickt. Hier einfach der Hinweis, muss es nicht. Ja, das heißt insbesondere auch, wenn wir jetzt hier noch einen Aufwärtsgap bekommen und der Markt weiter steigt, die 9,65 schnell erreichbar, sind von hier gerade mal nur noch 100 Punkte, das ist schnell gemacht. Ja, wenn du lass den 50 Punkte davon per Aufwärtsgap machen, dann steht er schon fast an der 15.000. So, ich könnte mir vorstellen, dass wir kurz unter der 15.000 einfach wegdrehen. Das ist relativ oft einfach zu sehen, dass der Markt vor solchen Marken einfach ein bisschen scheut. Ne? Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Da liegt auch noch eine Projektion letztendlich von der Bewegungswelle hier. Ne? Die ist nochmal nach hier oben projiziert. Das wäre dann so etwa gleiche Länge wie das hier. Einfach von hier nochmal nach hier. Deswegen würde das ganz gut passen, wenn er dort stößt. So in dem Bereich um 15.000 hier so. Ja? Das wäre dann eine attraktive Zone. Kann auch so leichtes Überschießen werden. Vielleicht so eine 15-15. Ja, 15-20 wäre letztendlich vielleicht auch noch okay, aber was wir eben häufig sehen, ist, dass er die 15.000 nicht macht. Das heißt, wenn ich sehe, dass der vor der 15.000 scheut, ne, könnte man hier probieren,
ob man den vielleicht sogar mal ein bisschen nach unten getradet kriegt hat. Ne? Man muss sich aber bewusst machen, dass man in dem Moment gegen den Trend handelt. Das heißt, man sollte nicht zu viel erwarten und entsprechend die Position dann auch sichern. Naja, nicht sich dann ohne Stopp da irgendwo gegen den Trend stellen. Sowas könnte so ins Auge gehen. Und da können wir nämlich dann gleich den nächsten Fall ansetzen. Sollte der DAX nämlich das dort nicht umdrehen und einfach weiter hochdrücken, hätte er dann hier durchaus Potenzial, einfach durchzuziehen. Und da würde ich hier oben dann mal so eine 15.115, 15.115 bis, ist es dann 15.160, 15.180 rum. Die sind dann als nächstes interessant. Aber hier jetzt erstmal so im Bereich 15.115 über der 14.965. Ne? Das heißt, bricht die 15.000 dann nach oben auf, kann das natürlich auch dafür sorgen, dass er direkt durchsteigt. So, das heißt, wenn ich hier sehe, dass er eine 14.965 gar keinen Drall nach unten entwickelt, sondern einfach knallhart nach oben durchballert, ne, nehmt die nicht so ganz genau. Der Markt war noch nie auf dem Niveau. Der muss ja zeigen, ob die Marke wirklich versteht, ob er sie wirklich auch annimmt, ob die großen Trader denn genauso ticken wie wir jetzt hier. Ne? Sehr oft ist das so, aber man sollte trotzdem erst die Reaktion betrachten. Man sollte sich das anschauen, halt, wenn man die in der Lage dazu ist. Ja? So, 14,69, 14,89, das wäre relativ typisch, um dort einfach runterzudrehen. Deswegen könnte ich mir hier das vorstellen, dass wir hier die Biege machen. So hat man es ja auch, glaube ich, stand gestern oder stand Freitag, im Video für den Freitag hat man es so eingezeichnet, dass er durchaus eben auch noch bis hier oben dann durchziehen kann. Sollte drüber rennen, na dann gerne durch, ne? Also wenn er, ich sag mal, 50, 60 Punkte Aufwärtsgap reinbringt und dann direkt durch die 15.000 steigt, dann wird man davon ausgehen können, dass er darüber auch weitermacht. Und das kann auf Tagesebene, können wir auch im Tageschart gucken, durchaus dann noch bis in die 15.500, 15.600 reingehen. Warum nicht halt? Ne? Ist alles möglich. Da oben hört halt der Himmel einfach nicht auf. Der Bereich hier ist aber auch aus dem Tageschart wichtig gewesen. Das hat man im letzten Video gesehen. Da liegt das obere Bollinger-Band im Tageschart. Das wäre eigentlich so ein schöner Punkt, wo man oben dran klatschen könnte und dann wieder runter auf Tagesstart. Das sieht man im DAX ja auch ganz gerne mal halt. Von daher würde ich den Fall hier so drinnen lassen, kann ich mir gut vorstellen. Es würde auch gut draufpassen auf dem DAX. Einfach so eine kleine Unterbrechung im Aufwärtstrend. Und wie gesagt, alles, was über 67 ist, 87, 57 hier, alles, was hier drüber ist, das ist für mich Trendfortsetzung. Das ist für mich aufwärts, das ist für mich noch intakt und lass uns strampeln halt. Es sind so viele noch Short drin, das glaubt ihr gar nicht halt, ne? So viele, die sich hier dagegen stellen. Und durch den Schwung sind halt echt noch ein paar dazugekommen halt, ne? Also anders als eigentlich vermutet, dass sich in so einer Bewegungsphase vielleicht viele Longs dann und von Short auf Long drehen. Vielleicht hat es nicht lange genug gemacht, weiß ich nicht. Aber hier sind definitiv jetzt noch Short-Positionen dazugekommen. Und die sind alle noch nicht im Gewinn. Und das bietet dem Markt einfach nach oben Fläche, weil es Marktteilnehmer gibt, die wissen, wenn sie den Markt noch ein bisschen nach oben anschieben, dann müssen die anderen aus den Positionen raus und das ist für die leicht gemachtes Geld. Und sehr oft spielen die das einfach aus. Von daher können wir das so lassen. Wir haben ein bisschen im Hinterkopf, aber wenn er hier komplett schwach reinkommt, ne, wenn er hier komplett schwächelt und unter dem Niveau wegbricht, dass er durchaus auf eine 650, 560 dann rutschen kann, aber dafür muss wirklich recht früh wirklich den Puck nach unten machen und hier unter 7,57, unter 7,20 zurückfallen halt. Das wäre für mich so eine Art, ich sag mal, Short-Trigger letztendlich, ne? Könnte man vielleicht sogar das Ding hier einfach ein bisschen nach oben ansetzen, naja, dass man sagt, hier darunter sollte jetzt nicht zurück, sonst könnte das dann eben auch hier bis, ja, 5,60, 6,35 dann führen. Ja, können wir durchaus so stehen lassen, kann ich mich gut mit identifizieren. Jo. Und mehr kann ich hierzu nicht sagen. Wir gucken noch schnell in den Tagesschart rein. Das sollte aber jeder klar sein, wie die Kerze aussieht. Die kann nicht anders aussehen. Und genau. Hier können wir dann auch bald mal noch ein paar Kerzen reinmachen. Ich bin aber heute relativ spät dran, deswegen würde ich das mal aufschieben, dass man hier mal noch ein paar Ziele dann oberhalb mit dazu zu holen. Aber Stand jetzt können wir auf jeden Fall hier noch bei um 15.300 den Pullback, ne, an die alte Verkeilung dran ableiten. Das wäre 15.300. Da war hier ein Keil gebrochen. Da hat man dann gesagt, das wäre unser Keilziel. Und deswegen hat man ja auch hier dann, also zumindest die, die bei uns die Mails bekommen, ne, nochmal schön ETFs reingeladen gehabt, kurz vor der US-Wahl, weil er hier schön sauber an den Keil einfach aufgelöst hatte, nach unten, nach einem kleinen Pullback. Und an diese Keilkante könnte er dann eben von unten jetzt nochmal dran. Das wäre, je nachdem, wann er kommt, das würde er wahrscheinlich nicht am Montag schaffen, sollte aber am Montag durchpowern nach oben,
und nicht einknicken, wäre die so um 15.300 dann als nächstes erreichbar. Ja, aber jetzt erstmal hier auch die 14.965, also knapp vor der 15.000. Das obere Tagesband wäre jetzt auch zum Montag, wie auch schon am Freitag besprochen, dann schon eine schöne Anlaufstelle erstmal, um vielleicht auch dort einfach ein bisschen nach unten zu konsolidieren, ein bisschen seitwärts zu machen, von oben auf die 800 nochmal zurückzusetzen. Das würde dort an der Stelle ganz gut passen. Ja, mehr habe ich nicht für euch, mehr kann ich euch nicht mitgeben. Bleibt vernünftig, ja? Nutzt der Blas bitte. Ja, tut euch den Gefallen. Müsst es, ich kann euch nicht sagen, was ihr machen sollt. Ja, ich will das auch gar nicht machen, aber ich kann euch durchaus sagen, dass es bei mir, sage ich mal, in der Community immer wieder die gleichen Fälle gibt. Es gibt immer wieder die, die ihre Konten irgendwann zerschießen, ja, dann irgendwann mit Trading aufhören müssen, weil sie einfach zu viel Geld verzockt haben und irgendwann die Frau sagt, jetzt ist Schluss oder einfach irgendwann gar kein Geld mehr da ist zum Zocken. Und dann gibt es die anderen, die irgendwann sagen, hey, super geil, ey Martin, und ich habe das und das und ich mache seitdem das und das und das und das und das und das ist so geil, ich konnte es endlich erst mal richtig auszahlen lassen und ich kaufe mir jetzt das davon und ich mache das und ich habe mir jetzt überlegt, ich stecke das jetzt da rein und so weiter. Und das ist ein ganz anderer Schlag Mensch, der auch ganz anders tradet. Also nicht unbedingt der Schlagmensch ist anders. Ne, aber das sind keine Leute, die dann eben permanent ohne Stop-Loss drin rumfuchteln. Und das sind auch keine Leute, die permanent nur gegen den Trade, gegen den Trend traden halt. Ne? Und deswegen an der Stelle einfach der Hinweis, dass es auch offensichtlich mit Stop-Loss im Trend zu handeln einfacher geht, weil es offenbar mehr damit auch schaffen. Und ich kenne keinen, der ohne Stop-Loss immer wieder handelt und nachhaltig dann wirklich profitabel eben geblieben ist. Es ist eher eine Frage der Zeit, bis die dann halt irgendwann auf die Fresse kriegen. Und das bei allen Anlageassets, das ist überall so. Ja, umso höher der Anlage, Dauer, umso später wirkt sich natürlich der Schaden aus. Aber das Grundprinzip bleibt immer das gleiche halt. Ne? Gut, okay, aber dazu haben wir gestern genug gesagt. Deswegen können wir hier eigentlich jetzt einen Cut machen. Und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche rein, erfolgreichen Montag und ja, wie gesagt, bleibt vernünftig halt. Ne? Achtet schön auf die Kerzen, achtet auf die Umkehrsignale. Das heißt nicht, dass man hier voll aggressiv long gehen muss, dass man nur long gehen muss. Kann also auch short gehen in so einer Bewegung, aber man sollte wissen, was man tut. Sollte auch wissen, dass man eben temporär gegen den Trend handelt und was das für eine Position bedeutet. Eben nämlich nicht, dass ich dann sehr wahrscheinlich das beste Hoch für die nächsten 20 Jahre erwische, was ich jetzt einfach nach unten ewig liegen lassen kann. Nein, 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 nein. Ne, in dem Moment, wo ich gegen den Trend handle, versuche ich eher die Position kürzer abzuziehen. Ne, war das beste Beispiel, in YouTube-Kommentaren hat sich auch einer lustig gemacht, wo ich gesagt habe, hier, wir sind 14.800 short gegangen und haben den hier realisiert. Hat sich auch lustig gemacht. Oh, so ein Trade würde ich doch viel lieber liegen oder länger lassen. Das ist ein klares Zeichen davon, dass jemand nicht weiß, wie man denn eigentlich gegen den Trend handelt und wie man mit dem Trend handelt. Wenn ich mit dem Trend handle, dann kann ich sowas machen, dass ich ewig liegen lasse und so weiter. Aber wenn ich gegen den Trend in Position aufbaue, ja, dann brauche ich erst einen Trendwechsel, damit ich was nach unten lange liegen lassen kann. Und das haben wir hier nicht bekommen. Ja, von daher macht euch das einfach bewusst, ja, in welche Richtung bin ich unterwegs, was macht der Markt, was bestätigt mir. Und das entsprechend muss ich dann auch für meine Position einfach berücksichtigen. Das ist so. Und das macht einem vieles leichter. Definitiv wird man irgendwann, wenn man immer gegen den Trend handelt, wirklich einmal im absoluten Top drinne stehen. Und dann wird man aber definitiv sehr wahrscheinlich viel zu früh auch ausgestiegen sein. Das ist immer so. Ja, also von daher kann ich es gleich lassen. Ja. Und einfach bewusst Short- und Long-Chancen versuchen, ganz neutral wahrzunehmen. Ja, jeder Tag hat beide Richtungen zur Wahl. Ist jeden Tag so. Ja. Gut, Freunde, ich mache hier aus. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Ja, es ist doch ganz schön lang geworden, aber ist auch, glaube ich, gerade wichtig, weil ich merke, dass wie viele hier mental einfach an ihre Grenzen kommen. Ne? Es ist nicht die Technik, die jetzt hier versagt. Das ist die Psyche, die versagt halt. Ne? Und da ist mir lieber, dass mal einfach nochmal 5, 6, 7, 8 Minuten hinten ans Video dranhängen. Ne? Weil fangen wir wieder 5, 6, 7, 8, 9, 10% von den Zuschauern hier ab, die vielleicht eine Dummheit vorgehabt haben. Ja, oder die vielleicht eine Dummheit dadurch durchs Video zügiger beendet bekommen haben. Vielleicht sind es sogar 20 oder 30%. Ja, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dadurch, wenn ich es erwähne, das nicht zum Schaden einfacher ist halt. Ne? Gut, alles klar. Ich mache hier aus. Ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.